So, endlich ist es soweit. Ich habe eine neue Kamera. Und nun kann ich endlich euch die kleinen Videos aufnehmen, wie man die Shakuhachi spielt. Als allererstes muss man einen Klang erzeugen. Hierfür möchte ich ein bisschen näher kommen. Also schaut mal her. Ich hoffe, ihr könnt das so gut sehen. Hier hat man eine Kerbe. So, hier. Die ist so geschliffen und hier ist das ein bisschen zurückgeschliffen, dass es genau auf den Kinn passt. So, und wie spielen wir? Nun ist das Ziel, dass wir einen Atemstrahl genau auf diese Kerbe pusten. Nicht drüber und nicht drunter, sondern genau da drauf. Dafür muss man die Lippen ein bisschen zurückziehen, sieht das lächerlich aus, aber ja, so ganz leicht pusten. Eine gute Übung ist immer, so einen Kreis zu machen, dazwischen zu pusten. Es ist kein, auch kein, sondern man kann es sich so vorstellen, dass hier zwischen den Lippen eine Linse, so eine breite Spalte gerade erlaubt, dass man eine Linse rausspuckt, liegt. Wenn man das hat, dann muss man diesen Strahl genau auf diese Kerbe pusten. Dreht man die Flöte in der Achse, wird's nix. Oft haben die Anfänger das Problem, dass wenn sie anfangen zu spielen, sie nicht richtig das Gefühl haben, wo man pusten soll. Dann machen sie den hier, wo sie denken, sie pusten eine Flasche. Oder machen den hier. Das wird alles nichts. Der beste Weg ist, die Flöte hier auf dem Kinn anlegen, dann die Flöte hochschieben. Und wenn man nicht weiß, ob man richtig ist und nicht vorm Spiegel steht, kurz mit der Oberlippe so fühlen, dass man genau die Flöte richtig drauf hat. Und jetzt geht's los. So, ich gehe jetzt etwas zurück, dass man die ganze Flöte sehen kann. Ich habe jetzt alle Löcher geschlossen. Den Daumenloch, das Daumenloch. Zeigefinger, Ringfinger, Zeigefinger, Ringfinger. Das Problem ist, wenn die nicht richtig geschlossen sind, zum Beispiel jetzt diesen Zeigefinger werde ich ein bisschen verschieben. Ja, dann kommt dieses Kreischen raus. Es muss alles richtig zu sein. Dann haben wir ein sauberes Roh, das ist die tiefste Note. Nun, einige, wenn sie beginnen, pusten sie gleich stark rein. Und dann kriegt man das Roh in der zweiten Oktave. Aber wir wollen echt nicht stark reinpusten, denn auch die zweite Oktave bekommt man durch leichtes Pusten. Also übt fleißig, denkt daran, alle Löcher geschlossen und auch unten, auch nicht verkrampfen. Also einige Leute kommen an und machen den hier noch und drücken dann und was wollen sie, die Flöte zerdrücken? Das ist Quark. Es reicht, wenn man ganz leicht drauf sich so Finger drauf legt. Na? Nicht so, nicht so, nicht so, nicht so. Einfach ganz leicht drauf. Die Mittelfinger, ja, diese hier, die sind nur zur Stütze. Die bewegen sich gar nicht. Zumindest in diesem Stadium nicht. Und Daumen auch ebenso. Ganz einfach drauflegen und schon hat man den Ton. So, übt das fleißig, weil ich werde nächste Woche dann einen Schritt weitergehen und dann werden wir beginnen, unsere Melodien zu spielen. Viele, die mein Buch gekauft haben, wollten ja diese Aufnahmen der Übungen im Buch und so werden wir halt beginnen, diese einzelnen Übungen durchzuarbeiten. Und die, die das Buch nicht haben, wäre natürlich schön, wenn sie es kaufen. Oder sie können sich natürlich in der Bibliothek ausleihen.